Die Zahlenkrankheit, da kommen Vietnam-Flashbacks an meinen damaligen Matheunterricht hoch. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht in diesem Video um den Spagat zwischen Broadcast Yourself und Broadcast Erfolgreich, zwischen verkaufe ich meine Seele und betreibe Clickbait und generiere Aufmerksamkeit durch ganz viele Videos über andere YouTuber oder mache ich einfach den Stuff, worauf ich Bock habe. Und auch, warum man dann trotzdem unglücklich sein kann, wenn die Klicks ausbleiben. Und damit herzlich willkommen zu meiner ungeschminkten Meinung. Real Talk hier auf ungeschminkter Backscreen. Als ich mit YouTube-Videos angefangen habe, war das einzig und allein aus dem Grund, ich muss es wirklich zugeben, zu trollen. Und das waren wirklich zum Fremdscham erregende Videos wie solche. Meine dunkle Vergangenheit. Meine ersten Videos waren einfach wirklich nur solche Troll-Videos und zu sehen bekam der Zuschauer häufig auch nur einen schwarzen Screen, egal welches Thema angesprochen wurde. Der Name ungeschminkter Backscreen war Programm. Aber mehr und mehr bekam ich wirklich Lust, die Leute zu unterhalten, und als ich dann sah, dass ich mit der Verwerfung des Troll-Konzepts sogar die ersten treuen Abonnenten generieren konnte, wollte ich dieser Schiene auf alle Fälle treu bleiben und bin zum Meinungsblogger geworden. Einen zugegebenermaßen kleinen, naiven Meinungsblogger, der mit der Rubrik Apothekenumschau nur über ApoRed und seine Konsorten Simon Desio und Leon Marcher berichtet hat. Ich stellte fest, Videos über andere YouTuber zu machen zahlt sich aus und bringt viel Reichweite. Deswegen folgten Videos zu YouTubern, gute wie schlechte, aber auch das machte mich auf lange Sicht unglücklich. Denn was bleibt von meinem Kanal, wenn der gesamte Kanal nur darin besteht, andere YouTuber zu beleuchten? Also verwarf ich auch dieses Konzept und näherte mich dem heutigen Konzept an, Broadcast Yourself, Broadcast Together. Ich hatte mehr und mehr Lust, eigenen Stuff zu kreieren, den Kanal eine persönliche Note aufzudrücken, was natürlich zugegebenermaßen auch schwer ist, wenn man sich nicht zeigt. Getreu dem Motto ungeschminkte Meinung meets schwarzen Humor, versuchte ich in den Videos deutlich humorvoller zu agieren und mich auch Trash-YouTubern wie Longy oder Apple-Scholle auf YouTube zu widmen, die man hervorragend durch den Kakao ziehen kann. Just Nero wurde dadurch auch irgendwie auf mich aufmerksam und fragte mich, ob ich nicht mal einen Gastpart bei ihm machen will, dafür bin ich noch heute sehr dankbar. Durch diesen Push gelangte ich auch noch zu mehr Reichweite. Ich hatte noch mehr Motivation, YouTube so richtig durchzuziehen. Die Community wurde immer aktiver. Videos hatten mittlerweile meistens über 100 Daumen nach oben. Hinzu kam, ich konnte nun endlich meine Videos monetarisieren lassen. Die monatlichen 70 Cent, die ich dafür bekomme, bezahlten mir 3 Eiskugeln im Jahr. Trotz all dem wagte ich es, nicht nur Meinungsblogs über andere YouTuber zu bringen, sondern eben auch über alltägliche Erfahrungen zu berichten, wie über das Autofahren oder Menschen, die einen nerven. Alles so ein bisschen satirisch angehaucht, aber wenn ich ehrlich bin, machen diese Videos auch am meisten Spaß. Denn du bist hier noch viel persönlicher und hast mehr Freiheiten, als wenn du nur über YouTuber XY berichtest. Auch an Filmkritiken wagte ich mich mal, aber das verwarf ich wieder, da ich Filme im Kino einfach anschauen wollte, sie genießen wollte, anstatt im Hinterkopf zu behalten, was du dann in der Kritik dann so drüber schreiben kannst. Ich habe auf alle Fälle viel ausprobiert in meiner nun fast schon 4-jährigen YouTube-Laufbahn und ich weiß, was Klicks bringt. Videos über YouTuber, die ziehen auf alle Fälle, die dann darauf reagieren, das zieht noch mehr. Videos über RTL-Formate, Videos mit anzüglichen Themen. Und ich denke mir die ganze Zeit, eigentlich müsste ich mehr solchen Stuff machen. Einfach Themen, wo ich weiß, die bringen jetzt massig Klicks. Einfach die Twitter-Timeline im Auge behalten und Da Vinci-mäßig sofort auf sämtliche aktuelle Themen aufspringen, in der Hoffnung, dass ein Video viral geht. Ich mache es aber nicht. Stattdessen habe ich mich für den anderen Weg entschieden. Ich mache noch mehr das, worauf ich Bock habe. Sei es zum Beispiel meine Rubrik Flashback, wo ich über meine tollsten Kindheitserinnerungen spreche und was ich damals an Filmen, Serien und Spielen konsumiert habe. Und wenn mich gerade die Allergie im Sommer plagt, dann mache ich ein Video über die Allergien. Irgendwas regt mich auf oder fasziniert mich, zack, ein Video darüber entsteht. Hauptsache, es tangiert mich. Ich würde mich selber als einer der befreitesten Meinungsblogger in der Szene bezeichnen, denn ich mache wirklich genau das, was mir selbst am meisten Freude bereitet. Nur zu Lasten von Klicks und Abonnenten, was natürlich keine so große Freude bereitet. Und damit kommen wir gerade zu dem vorher angesprochenen Spagat und der Zwickmühle, in der ich mich ein bisschen befinde. Etwas, was ich selber von mir nicht gedacht habe, etwas, wo ich mir immer eingeredet habe, ach was, Zahlen sind doch egal, das Wichtigste ist der Spaß an der Sache. Und dem würde ich auch voll zustimmen. Ich frage mich nur mittlerweile selber, wieso schaue ich am Morgen und bevor ich schlafen gehe meine YouTube-Statistiken an? Wieso wurmt es mich, wenn Videos zu bestimmten Themen nicht so oft angeklickt werden? Ich hatte eine gewisse Zeit lang auch Erwartungen an die View-Zahlen im Vergleich meiner Abonnentenzahlen und wenn diese nicht mal stimmten, war die Laune irgendwie im Keller. Aber es sind doch nur Zahlen. Wieso habe ich manchmal keine Lust, ein Video hochzuladen? Weil ich weiß, dass jeder Upload zunächst mit einem Minus von Abonnenten einhergeht. Und jetzt gerade aktuell. Ich weiß es nicht, ob es ein Bug ist oder der YouTube-Purge, aber täglich verliere ich in den YouTube-Analytics-Statistiken Hunderte von Abonnenten. Von heute auf morgen hatte ich einen Aboschwund von 400.
Auf den Spuren von Mr. Trashback ist das. Einfach weg. Und es hat mich geärgert und ich habe recherchiert, wie sowas sein kann. Und man hinterfragt sich selbst, seinen Content. Aber habe ich nicht vorher gesagt, ich fühle mich mit dem Content gerade mega wohl? Bin ich etwa der Zahlenkrankheit verfallen? Habt ihr euch selber mal als Creator gefragt, wie viel Zeit ihr mal mit dem Nachdenken über den Kanal eigentlich so verbringt am Tag? Wie oft checkt ihr eure Abos? Täglich? Mehrfach am Tag? Stündlich? Wie oft checkt ihr eure Likes und Kommentare? Täglich? Mehrfach am Tag? Stündlich? Seid ihr demotiviert, wenn der Kanal seit einem Monat immer bei derselben Abozahl herumdümpelt? Ich checke meine Zahlen zugegebenermaßen auch oft, auf jeden Fall täglich, aber das finde ich nicht krankhaft, das ist einfach so eine Art analytisches Interesse. Mich interessiert halt, welche Videos in welchem Zeitraum wie performen, dazu muss man öfters mal nachsehen. Dabei nehme ich natürlich auch alle relevanten Zahlen zur Kenntnis, also Abos, Likes und Comments. Aber ja, vielleicht ist das ja der Teil der Zahlenkrankheit, dieses Vorgehen einigermaßen normal zu finden. Aber dann bin ich wohl Betroffener. Aber eines sollte mir nicht passieren, dass ich mich über meine Zahlen ärgere. Denn ich mache YouTube, weil es mir Spaß macht, weil es ein Hobby ist. Und genau das sollte es sein, ein Hobby, zusammen mit vielen anderen. Ich schreibe gerne, ich treffe mich gerne mit Freunden, schaue gerne Filme an, spiele liebend gerne Beachvolleyball draußen und YouTube nimmt da auch einen gewissen Stellenrang ein. Aber es sollte niemals zur Pflicht, niemals zur Arbeit werden. Und dieses Video mache ich vor allem jetzt für mich selbst, um mir dasselbe nochmal zu Augen zu führen. Es ist gewissermaßen eine Ansage an mich selbst. Um mir vor allem nochmal einzureden, ich habe doch eigentlich jetzt schon eine verdammt geile Community. Eine kleine, aber feine. Eine Community, die mir auf Instagram Privatnachrichten schreibt, mich auf meinen Discord-Server mit Memes versorgt, die fleißig kommentieren und wirklich unter jedem Video am Start sind. Es gibt sogar mittlerweile absolute Ehrenmänner, die mich über den nun erhaltenen Mitglied-Button sogar freiwillig finanziell unterstützen, was ich einfach immer noch nicht fassen kann und mich unglaublich stolz macht. Ihr wisst gar nicht, was das für mich bedeutet. Und wenn ich daran denke, bekomme ich ein Lächeln im Gesicht und die Zahlen verschwimmen und die Motivation ist zurück, geilen Content zu machen. Für euch, aber auch für mich. Und diesen Punkt sollte ich niemals vergessen. In diesem Sinne, broadcast yourself, broadcast together.